So, heute wollen wir über Vertragsrecht sprechen. Das letzte Mal hatten wir gesprochen über das Naturrecht. Und da hatten wir festgestellt, dass im Naturrecht wirklich immer eine zentrale Frage existiert. Und das ist die Frage, ob irgendjemand geschädigt wurde. Und ein Schaden liegt nur wirklich dann vor, wenn jemandem irgendetwas in irgendeiner Form genommen wurde, ohne Rechtfertigung, also mit anderen Worten gestohlen wurde. Und das kann natürlich wirklich alles sein. Das kann das Leben sein, das kann das Eigentum sein, das kann die Gesundheit sein. Alles, alle Formen von Kriminalität, könnte man sagen, laufen letztendlich auf diese eine Form hinaus, die man Diebstahl nennt. Also Theft auf Englisch. Und das Naturrecht behandelt also ganz besonders diesen Sachverhalt des Diebstahls in irgendeiner Form. Und wenn der vorliegt, dann gibt es natürlich auch ein Opfer. Und wenn dieses Opfer hervortritt oder ein Fürsprecher des Opfers, weil das Opfer selber nicht in der Lage ist, dann liegt ein Schaden vor und dann muss der Schädigende nachweisen, erst einmal, dass er diesen Schaden zu Recht verursacht hat. Nun, zu Recht verursachen kann man nur einen Schaden unter dem Naturrecht, wenn man etwas, wie man so schön sagt, in gleicher Münze heimzahlt. Das heißt, der hat mir mein Schienbein gebrochen, weil ich ihm sein Schienbein gebrochen habe. Oder ich habe ihm sein Haus abgebrannt, weil er mir mein Haus abgebrannt hat. Ja, nur so kann man sagen, man ist gerechtfertigt unter dem Naturrecht. Und das sieht man natürlich sofort, das ist das. Es ist sehr gerecht, auf jeden Fall, aber es ist auch ein bisschen atavistisch und vielleicht nicht zeitgemäß für einen Menschen, der sich ja auch mehr in spiritueller Hinsicht wirklich weiterentwickeln sollte. Also kann man sagen, nun, der hat mir mein Haus abgebrannt und dafür will ich jetzt den und den Schadensersatz haben. Ja, da kommt dann mehr diese christliche Komponente mit hinein, dass man dem anderen nicht auch sein Haus mit abbrennen will. Weil sonst dreht sich das alles ständig im Kreise und man kommt einfach über diese atavistischen Gedankenformen des Auges um Auges, Zahn um Zahn eigentlich gar nicht hinaus. Und das ist natürlich ganz besonders wichtig, denn seit Christi Geburt oder besser gesagt seit Christi Tod leben wir nicht mehr im Alten Testament. Und das sollten wir auch nicht. Und wir werden in der Zukunft noch genauer darüber sprechen, was es wirklich war, was diese christlichen Kräfte auf die Erde gebracht hatten und wie sich das niedergeschlagen hat im Kommerz. Das hat nämlich eine ganz unbekannte Weise natürlich, aber eine ganz eklatante Auswirkung gehabt. Das wird also mit Sicherheit noch sehr interessant werden. Also wenn ein Schaden vorliegt, dann muss der ausgeglichen werden. Wenn ein Schaden gerechtfertigt vorliegt, wie zum Beispiel, nun ja, ich habe ihm sein Auto gestohlen, weil er mir mein Haus abgebrannt hat, dann war das eine gerechtfertigte Aktion. Dann war das kein Diebstahl, sondern dann war das, man hat für den Ausgleich gesorgt, der andere hat mir keinen gegeben und ich habe mir den selber genommen. Das wäre also auch gerechtfertigt gewesen. Was nicht gerechtfertigt ist, niemals gerechtfertigt ist, wenn ein Mann daherkommt und einem anderen Mann ohne jegliche vertragliche Grundlage, ohne jeglichen schon existierenden Schaden irgendetwas von seiner Substanz nimmt. Das ist nicht gerechtfertigt. Und das nennt man Diebstahl. Das heißt, man nimmt dem anderen etwas ohne dessen Einwilligung und ohne dass man Rechtfertigung hat. Das ist der entscheidende Punkt, übrigens überall, auch im Kommerzrecht. Man muss gerechtfertigt sein in seinen Handlungen. Man sagt dazu auf Englisch, it must be justified. Und nicht nur justifiable, also Recht zu rechtfertigen, sondern es muss von vornherein gerechtfertigt sein. Also es muss eine gerechte Handlung sein. Und streng genommen ist natürlich Auge um Auge, Zahn um Zahn eine sehr gerechte Handlung. Aber das führt nicht dazu, wie ich das schon gesagt hatte, dass die Menschen vielleicht sich auf ein etwas höheres, moderneres, zeitgemäßeres, christlicheres Niveau hochheben, um sozusagen mal über diese materiellen Nachlässigkeiten ein bisschen hinwegzugucken und wirklich auf die spirituelle Substanz einer solchen Handlung einzugehen. Denn alles hat natürlich auch eine spirituelle Substanz. Also Naturrecht ist Schaden, Diebstahl.
Und jetzt kann man natürlich sagen, nun, das ist nicht besonders zuträglich, dieses Naturrecht, jetzt im Falle von zum Beispiel Vereinbarungen oder Verträgen, die man schließen will, ja. Aber ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Zum Beispiel macht man Verträge mit Schotten, dann gilt da der Handschlag. Das heißt, man trifft sich, man geht vielleicht essen, man geht vielleicht auf den Golfplatz, man bespricht Dinge, man lotet sich gegenseitig aus. Das heißt, was kann sein Business für mich tun, ja? Und dann kommt man zu einem Akkord, sagt man. Das heißt, der passiert per Handschlag und sagt, gut, dann machen wir Business miteinander, dann machen wir Geschäfte miteinander. Und dann geht es auch schon ziemlich schnell los. Man fängt also an, miteinander zu handeln, und das ist dann auf Rechnungsbasis. Es gibt oft keine wirklich schriftlichen Verträge, vor allen Dingen nicht unter Mittelklasse-Geschäftsleuten. Da gilt wirklich deren Wort, und wer da sein Wort bricht und den Ruf bekommt, dass er sein Wort bricht, mit dem wird einfach kein Geschäft mehr betrieben. Das spricht sich nämlich rum. Ja, die sind alle sehr gut vernetzt, die Geschäftsleute. Und das spricht sich rum. Nee, du mach mal mit dem keine Geschäfte. Der hält sich immer nicht dran an den vereinbarten Preis, oder er zahlt immer viel zu spät, und macht das mal nicht. Anders ist das natürlich, wenn eine Rezession vorliegt, wie das vorgekommen ist, ja. Da verzichtet man dann gegenseitig auf die Zahlungen oder verschiebt die in die Zukunft, und damit entsteht einem dann nicht wirklich ein Schaden. Ja, man nimmt zwar nichts ein, aber man hat dann auch keine Ausgaben. Also oft ist es so bei schottischen mittelständischen Betrieben, dass die wirklich ihr ganzes Business innerhalb dieser Mittelstandsschicht halten und das sehr gut läuft für die. So, also da taugt das Naturrecht erst einmal so wirklich nicht viel. Und wie ist das dann außerdem, wenn man zum Beispiel mit Menschen Geschäfte macht oder dann eben jetzt auch in der Fiktion mit Firmen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, wo andere Gebräuche wirklich herrschen? Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, und das nennt man Gebrauch oder das Gebrauchsrecht oder das Recht der Gebräuche, das Recht der Tradition. Das ist nämlich sehr unterschiedlich, ganz besonders natürlich zwischen Ost und West, also zwischen der westlichen Zivilisation und zum Beispiel den Asiaten. Ja, wenn man zum Beispiel an China oder Japan denkt, da ist eine ganz andere Business-Kultur erst einmal vorhanden, als wir das jetzt gewöhnt sind. Oder auch, wenn man zum Beispiel zwischen Europäern und Afrikanern denkt, da laufen die Dinge anders. Und oder zwischen Juden und Christen oder Juden und Moslems. Die Juden haben ihre Gesetze, ihre Gebräuche, die Moslems haben ihre Gebräuche. Und wenn da jeder auf seinem Gebrauch besteht, dann führt das natürlich sehr schnell zu Missverständnissen. Aber jeder, alle dieser Kulturen, weiß eines, dass Diebstahl nicht gerechtfertigt ist. Das heißt, da sieht man, dass das Naturrecht auch immer allen anderen Kulturen wirklich zugrunde liegt, denn es gibt keine Kultur, oder sagen wir Volk, wo wirklich Diebstahl ein legitimes Mittel ist. Es gibt da eine Ausnahme, aber da kann man dann wirklich nicht von Volk sprechen. Und diese Ausnahme bezieht sich auch nur auf Außenstehende, die also nicht zum inneren Kreis gehören sozusagen. Die erlauben Diebstahl. Das ist natürlich trotzdem gegen Naturrecht, und die wird eines Tages dieses Naturrecht heimsuchen, auf gewaltige Art und Weise. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter hier beachten. Es geht hier um die Prinzipien. Das heißt, für solche Unterschiede in den Gebräuchen, da braucht man einfach Vereinbarungen. Denn sonst versteht ja niemand, was der andere wirklich tut und was der wirklich will. Und das heißt, da wird das Naturrecht, würde ich sagen, erweitert. Das heißt, da werden ganz konkrete Vereinbarungen getroffen, zu welchem Zeitpunkt, wann, wo, wie, was getan wird und zu welchem Preis. Und das nennt man eben dann einen Vertrag oder eine Vereinbarung. Und da kommen wir dann ins Vertragsrecht hinein. Wir wissen schon, dass man bestimmte Dinge im Vertragsrecht nicht vertraglich festlegen kann, und das dann einen legitimen, einen gerechtfertigten Vertrag darstellt. Und das ist ganz wichtig, dass man das
dass wir das nochmal wiederholen. Das ist, wenn zwei Parteien oder mehrere Parteien sich vertraglich verschwören, eine dritte unbeteiligte Partei in die Haftung zu nehmen für die eigenen Risiken oder von denen zu stehlen oder diese zu plündern oder diese in irgendeiner anderen Form zu schädigen, dann ist dieser Vertrag automatisch hinfällig und ungültig. Und da spielt es keine Rolle, wie viele Armeen die dafür verwenden, um das durchzusetzen. Der Vertrag ist trotzdem ungültig. Das muss man im Bewusstsein halten. Auch wenn so ein Vertrag mit Gewalt durchgesetzt wird, ist so ein Vertrag ungültig. Und das kann man, das verjährt nicht, weil das automatisch ein ungültiger Vertrag automatisch in das Naturrecht zurückgreift. Und wenn man das weiß, dann kann man noch 200, 300, 400, 500 Jahre danach Regressansprüche stellen. Also entsprechende Parteien und deren Nachkommen in die Haftung nehmen dafür. Und solche Dinge passieren. Und da müssen dann die natürlich auf andere Weise geregelt werden, denn oft gibt es ja gar nicht mehr die Möglichkeiten, Schaden so gut zu machen, wie das vor 400 Jahren üblich war. Das heißt, man muss dann eben verhandeln und aushandeln. Also das darf man nicht vergessen. Solche langfristigen Schadensanmeldungen gibt es natürlich ganz besonders unter den elitären Familien, elitären Kreisen, aber eben auch Völkern, wie zum Beispiel die Moor, die betreiben solche Schadensklagen. Es gibt die Indianer, die kanadischen Indianer auch, die solche Schadensklagen betreiben. Das kann dann zum Krieg führen, aber in der Regel versucht man, sich zu einigen, um dann eben auch die Sitte und die Gebräuche, die sich auch aufgrund eines fehlerhaften Vertrages oder eines Verbrechens sozusagen etabliert haben. Also da muss man immer das Gesamt im Auge behalten und muss immer gucken, dass man bereit ist, einen angemessenen Schadensersatz auch anzunehmen, auch wenn das nicht unbedingt das ist, was man jetzt wirklich haben will. Denn setzt man das durch, oder will man seine Schadensforderung wirklich ganz so durchsetzen, wie man sich das in den Kopf gesetzt hat, dann kann es passieren, dass die andere Seite sich nicht anders zu helfen weiß, als sozusagen einen aus dem Weg zu räumen. Das heißt, wenn man das wirklich so tun, durchsetzen will, wie man das wirklich will, wie man sich das in den Kopf gesetzt hat, dann hat man am besten eine starke Armee, die einen auch verteidigen kann und die dann eben auch solche Ansprüche durchsetzen kann. Daran muss man sich gewöhnen, dass zur Durchsetzung von Verträgen effektiv letztendlich immer Gewalt gehört. Das ist also, erklärt sich fast von selbst, denn wenn nicht die Bedrohung der physischen Gewalt da ist, dann wird das Recht irgendwann ausgehebelt. Das heißt, das Recht braucht sozusagen als Ultima Ratio, als die letzte Instanz, die Anwendung von Gewalt. Denn sonst fangen alle an, sich nicht mehr an das Recht zu halten, wenn ihnen kein Schaden zugefügt werden kann. Und bei Gewalt meine ich, dass die Zwangsräumung oder das Zwangsenteignen oder das ins Gefängnis werfen, ja, oder das einen brutal behandeln oder die Bedrohung auch nur oder die Androhung einer solchen Handlungsweise. Das ist also ein Zweck, um das Recht zu erfüllen gegen diejenigen, die sich strikt weigern, sich an das Recht zu halten. Und da will ich noch einmal, bevor wir dann tiefer in das Vertragsrecht einsteigen, wirklich darauf eingehen, auf Gebräuche. Ganz besonders im Kommerz, muss man sagen, sind die Regeln, die heute im Kommerz gelten, die basieren auf Gebräuchen. Das heißt, das sind hauptsächlich wirklich, ja, man muss sagen, jüdische Zahlungsinstrumente, ja. Das kommt aus dem jüdischen, ja, weiß nicht, ob man sagen kann, Kulturkreis, aber Handelskreis, oder sagen wir besser so eben von den Kanaaniten, die sich ja, wie wir gehört haben, mehr um die Gewässer rum angesiedelt haben, um dort Handel zu treiben. Das heißt, die waren immer auf Profit aus, die waren immer darauf aus, die Dinge über Wert zu verkaufen, was nur bis zu einem gewissen Grade angemessen ist, um weiter zu investieren, um sein Geschäft auszubauen. Das ist alles völlig okay. Aber wenn man dann über die Stränge schlägt, dann führt es eben dazu, dass andere enteignet werden und geplündert werden. Und wenn dann noch diese Güter nur
oder mit Hilfe von Krediten zu erwerben sind, die dann auch noch von den Kanaaniten vergeben werden, dann merkt man sehr schnell, dass sich die Macht in sehr kurzer Zeit auf eine kleine Gruppe von Menschen vereinigen kann. Vor allen Dingen, wenn diese kleine Gruppe von Menschen dann eben ihre Forderungen unter diesen betrügerischen Verträgen, muss man sagen, mit Gewalt durchsetzen. Und da wurden ungerechtfertigte Verträge dieser Kanaaniten eben mit Gewalt durchgesetzt. Und das führte zu dem, oder das hat zu dem Desaster geführt, das wir heute erleben, dass die Menschen nicht mehr wissen, wo oben und unten ist und sich im Recht auch kaum noch auskennen. Das ist ein Desaster. Aber das ist auch mit selbst verschuldet, zur Hälfte wenigstens, denn, ja, es gilt, dass im Betrug oder beim Betrug, da gehören zwei Parteien dazu. Der eine, der betrügt, und der andere, der sich betrügen lässt. Und es gibt noch ein altes Sprichwort, das sagt, ein ehrlicher Mann ist sich eines Betruges immer bewusst. So, da kann man mal drüber nachdenken. Also Gebräuche spielen eine wichtige Rolle. Und um Gebräuche ein bisschen zu, ich würde nicht sagen neutralisieren, aber um die mal herauszunehmen in einem, sagen wir ruhig, internationalen Vertrag, braucht man eben Klauseln und Regeln, die festlegen, wie ein Geschäftsverhältnis abzuwickeln ist. Ist das generell, ist das speziell, alle diese Dinge werden festgehalten und das war früher relativ einfach. Es ging da, beim Handel ging es darum, dass eine bestimmte Menge von einer bestimmten Sache von einem bestimmten Ort an einen bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt geliefert wurde und das auf Erhalt der Lieferung die Rechnung sofort fällig ist oder diese Lieferung sofort bezahlt werden muss. Vielleicht war sie auch schon vorbezahlt. Also da merkt man, dass hier ganz wichtig ist, dass wer, wie, wann, was, wo. Und natürlich letztendlich kann man noch hinzufügen, warum unter Umständen, da muss man aufpassen, dass das dann nicht argumentativ wird in der Fiktion, und zu welchem Preis. Also wer, wie, wann, was, wo und dann möglicherweise das Warum. Das nennen wir die 6 Ws. Und die 6 Ws, die werden noch eine wichtige Rolle spielen in der Zukunft, auch bezüglich unserer eigenen Erklärungen unter Eid. Denn sind diese 6 Ws nicht beantwortet oder sind die nicht ersichtlich, dann kann man wirklich nicht sagen, dass überhaupt eine Verbindlichkeit oder Haftung in irgendeiner Form vorliegt. Also wer, wie, wann, was, wo und gegebenenfalls warum. Ja, ergreift jemand eine Maßnahme, die ungerechtfertigt erscheinen mag, dann ist natürlich ein Warum eine wichtige Beantwortung oder die Frage nach dem Warum, diese zu beantworten, ist natürlich dann sehr wichtig, damit man sofort sehen kann, dass eine Handlung nicht ungerechtfertigt ist. So. Und natürlich zu welchem Preis? Das war damals besonders wichtig, zu welchem Preis? Denn da hatten die Menschen, die konnten da nicht einfach oder in der Regel nicht dann irgendwo einen Kredit aufnehmen und das dann sozusagen mit Kredit bezahlen, sondern die haben das oft wirklich dann noch bar oder in Sachwerten anderweitig in einem Tauschhandel dann gleich ausgeglichen. Das ist also ein Vertrag. Und es gibt bestimmte Regeln unter einem Vertrag, heutzutage ganz allgemein, vor allen Dingen in der westlich zivilisierten Welt, aber auch natürlich international im Kommerz. Und diese Prinzipien sind immerwährend, die sind auch gültig in der Fiktion, obwohl in der Fiktion sind einige Sachverhalte Begriffe umdefiniert worden, um eben der Substanzlosigkeit der Währung oder sagen wir dem Kreditwesen Rechnung zu tragen. Und das ist natürlich eine gewisse, das stiftet Verwirrung und vor allen Dingen führt es zu Missverständnissen. Aber der Endeffekt, und das ist ja im Recht immer eine ganz wichtige Frage, was ist der Endeffekt? Und wenn der Endeffekt das erreicht, was die Menschen wollen, also damit meine ich den Endeffekt eines Vertrages, ein erfüllter Vertrag hat einen Effekt, und wenn dieser Effekt das erfüllt oder befriedigt, was die Menschen oder die Vertragspartner wollen,
dann geht man oft heute davon aus, dass man sagt, nun, dann ist es auch nicht wichtig, wie dieser Endeffekt erreicht worden ist. Mit anderen Worten, der Zweck heiligt die Mittel. Und woher diese Einstellung kommt, das muss man selber nachforschen, da will ich nicht weiter jetzt drauf eingehen. Also das Sprichwort, der Zweck heiligt die Mittel, kommt genau daher. Das heißt, ein bestimmter Effekt wird erzielt und wie man dahin kommt, das spielt dann weniger eine Rolle. Und ich gebe hier ein Beispiel. Wir alle wollen billige Sachen haben. Wir alle wollen so wenig von unserem Geld für eine Sache ausgeben wie möglich heutzutage. Und warum? Naja, weil wir das Gefühl haben, wir haben nicht genügend Geld. Und das ist auch korrekt. Die meisten Menschen haben nicht genügend Geld. Und so müssen sie sich die billigsten Sachen kaufen. Sie müssen sich so billig wie möglich ernähren. Sie suchen nach dem billigsten Stromanbieter, nach dem billigsten Benzin, nach der billigsten Kleidung. Mit anderen Worten, die Menschen in der Regel sind nichts weiter als verarmt. Sie sind verarmt, weil sie eben sich nicht das leisten können, was sie eigentlich bräuchten, um ein erfülltes Leben zu führen. Und das nennt man Verarmung. Und das ist eine ziemlich schreckliche Situation. Und so werden die Menschen also, wird durch eine gewisse Kredit- und Geldknappheit, die künstlich übrigens erzeugt wird, es gibt überhaupt keinen Grund, so eine knappe Geldmenge im Umlauf zu haben. Wir sprechen noch darüber, wenn wir uns angucken, wie Geld wirklich geschaffen wird. Dann führt es dazu, dass die Menschen sagen, ja, aber die Dinge sind zu teuer. Und dann kommen wiederum die Kanaaniten daher und sagen, na gut, da müssen wir die Dinge billiger machen. Und dann wird angefangen, über internationale Verträge die Dinge auszusourcen. Outsourcing sagt man dazu, irgendwo nach Indien oder Tschechei oder Polen war das früher, jetzt ist es Indien und was weiß ich nicht wohin, Indonesien, China natürlich, ja, wo die sagen, ja, wir können das billig machen. Und warum könnt ihr das dort billig machen? Nun, weil dieselben Leute, die Rothschilds, die Bank von China unter ihrer Kontrolle haben. Seit 1864 übrigens. Ja, das spielte eine Rolle, die Heirat oder die Verheiratung der Rothschilds mit den Sassoons, da kann man sich mal ein bisschen schlau machen, die Sassoons, welche Familie das ist. Es gibt heute noch die Sassoons, auch in Großbritannien. Und das sind also, ich nenne das, naja, kriminelle Banden oder eine kriminelle Vereinigung. Und die operieren natürlich immer unter dem Prinzip, dass sie Verträge schließen zum Schaden Dritter. Aber sie sagen, nein, das ist nicht so. Wir geben den Menschen das, was sie wollen. Und das ist natürlich nicht korrekt, sondern man muss sagen, sie geben den Menschen das, was die Menschen scheinbar wollen, weil sie gar keine andere Wahl wirklich haben. Und dann werden die Dinge billig, die Qualität wird immer schlechter. Und dann werden die Menschen krank. Sie können sich nicht richtig ernähren, nicht richtig kleiden, sie werden krank, sie überarbeiten sich. Die Familie wird zerstört, weil die Frauen jetzt auch arbeiten müssen. Die Kinder sind sich selbst überlassen oder aber kommen in irgendwelche Staatskrippen, ja, Kinderkrippen, 6 Monate nachdem sie geboren wurden oder sowas in der Art. Und somit wird wirklich die Familie zerstört und der Mensch nur noch herangezüchtet zum Arbeiten. Der Mensch ist also ein Arbeitstier geworden, ein Lasttier. Und er lebt auf der großen Farm, auf dem großen Hof dieser Eliten, die Verträge verwenden, um Drittparteien zu schädigen. Gut, die wissen natürlich, dass sie das letztendlich nicht dürfen und sie halten sich immer eine Hintertür offen und wissen auch, dass sie bestimmte Prinzipien inkorporieren müssen, was sie auch immer all, mehr oder weniger kann man sagen, schön brav gemacht haben. Die wissen, sie können sich nicht gegen Naturrecht stellen und sie wissen, wie wichtig es ist, dass man sich an Naturrecht hält. Denn sonst würde ihre Operationsbasis schon vor langer Zeit ausgelöscht worden sein. Das Naturrecht sorgt dafür. Also, was sie tun müssen, ist, unsere Wahrnehmung so zu manipulieren, dass wir das nicht erkennen und uns hilflos fühlen. Und wir fühlen uns, das sage ich ganz offen, ungerechtfertigterweise hilflos, denn wir haben wirklich eine ganze Menge Möglichkeiten, gegen solche Ungerechtigkeiten vorzugehen und das in gutem Stile der anderen Partei
in Rechnung zu stellen, sage ich jetzt mal überbegrifflich, bitte das jetzt nicht gleich wortwörtlich nehmen und sofort eine Rechnung an den Richter schicken. Das machen viele, die missverstehen das, was ich sage. Nein, ich meine damit in Rechnung stellen, sich zu überlegen, wie mache ich den anderen haftbar auf den Schaden, den er mir zugefügt hat. Das heißt, ich vergesse das nicht, sondern ich berechne das. Das meine ich mit in Rechnung stellen. Wie man das dann tun kann, oder eine Art, wie man das tun kann, darüber können wir dann in der Zukunft auch sprechen und werden wir auch. Also Vertragsrecht basiert eigentlich auf Vereinbarung. Das heißt, zwei Parteien sagen, wir wollen ein bestimmtes Mittel, ein bestimmtes Ziel erreichen. Und hier, das sind die Kriterien, das sind die Bedingungen, die Vertragsbedingungen. Auf Englisch sagt man dazu Terms and Conditions. Also Terms and Conditions. Ich gebe Ihnen die englischen Worte, damit Sie das auch in englischsprachiger Literatur finden, denn da gibt es sehr viel mehr als in Deutsch. Auch sehr viel mehr Literatur, die einem solche Dinge verständlich darlegt und vor allen Dingen, wo man die Worte ursprünglich auch verwenden kann und sehen kann. Also Terms and Conditions, die Vertragsbedingungen. Und da legt man eben das Wer, wie, wann, was, wo, das Warum nicht, vielleicht am Anfang in der Präambel legt man fest und dann nennt man den Preis. Und dann unterschreiben die Parteien das und dann ist das ein Vertrag. So, jetzt gibt es unter Verträgen natürlich eine Vielzahl von möglichen Klauseln, die man da einbringen kann, die man gut verstehen muss. Und es gibt eine Art von Vertrag, das nennt man den Statute Staple. Und der kommt aus dem 11., 12. Jahrhundert. Den haben die jüdischen Kaufleute damals in England eingeführt. Und das war, kommt aus ihrem eigenen Gebrauch. Das heißt, da wurde schon festgelegt innerhalb des Vertrages, dass wenn eine Partei diesen Vertrag bricht, dass es dann keines gerichtlichen Urteils mehr bedarf, sondern dass der automatisch haftbar ist mit bestimmten Leistungen, die er bringen muss. Das nennt man ein Statute Staple. Ich weiß nicht, was da die Übersetzung für ist, wirklich. Statute Staple. Das heißt, sobald der Verzugsfall auftritt unter einem Vertrag, gilt sofort die Haftung, die kann sofort exekutiert werden. Das Einzige, was man braucht, ist, man geht zum Gericht und lässt sich das nochmal abstempeln. Und man macht vielleicht noch ein Affidavit, also eine Erklärung unter Eid, dass eben der Verzugsfall eingetreten ist. Und dann bedarf es da keiner großen Gerichtsverhandlung mehr. Und das hat, diese Art von Verträgen hat die, hat viele Menschen in England damals sehr gestört. Und sie haben sich also per Petition an den König damals gewandt. Und der hat sich das dann angeguckt und hat gesagt, na gut, wenn ihr jüdischen Kaufleute Verträge machen wollt, dann weise ich euch bestimmte Gebiete zu, Territorien, wo ihr das tun könnt. Und nur dann, wenn einer meiner Subjekte, also einer meiner Bürger sozusagen, auf dieses Territorium übertritt, erst dann ist er auch an solches Statute Staple gebunden, im Falle, dass er solche Verträge unterzeichnet. Aber ihr müsst diese Verträge und diese Bedingungen und diesen Gebrauch, den müsst ihr den Menschen bekannt machen, dass sie das lesen können oder wörtlich erfahren können, bevor sie auf euren Grund und Boden dort treten. Und dann behalte ich mir immer das Recht vor, Vertragsparteien, die hier benachteiligt wurden, das Recht, vor allen Dingen meiner Subjekte, einer Petition zu ermöglichen. Und natürlich gab es viele Petitionen, weil diese Statute-Staple-Verträge, die galten unter Naturrecht als völlig daneben, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp. Und da gab es viele Petitionen und der König hat die dann aber selber, später auch, oder die Monarchie überhaupt, mit eingeführt, weil sie gesehen hat, dass das sehr effektive Verträge sind, dass man da nicht lange noch rummachen muss, bis jemand zu seinem Recht kommt. Und es wurde dann eben wirklich die Maxime eingeführt, oder sagen wir ganz besonders hervorgehoben, und zwar ist es die, dass jeder das Recht kennen muss. Jeder muss das Recht kennen. Und jeder kennt das Recht. Das waren die Statute Staples.
Heute findet man die Statute Staples in Hypothekenverträgen. Da muss man genau gucken, ob es immer zu einem Gerichtsverfahren kommt zum Beispiel. Ja, aber zum Beispiel ist ein Statute Staple natürlich, wenn man, also es gewährt der Bank, dass man ihr die Autorität gibt, eben einen Eintrag ins Grundbuch zu machen. Ja, das ist ein Statute Staple, das ist eine Beleihung des Grundbuches, das ist eine öffentliche Beleihung. Das Grundbuch, das gehört Ihnen oder die Werte darin. Und die Bank kann das beleihen und sie hat damit ein Wertpapier und schafft zusätzlichen Kredit damit. Das Haus dann in Besitz zu nehmen, das steht einer Bank erst einmal nicht zu. Das muss sie dann doch einklagen in Deutschland. Nun, in den Vereinigten Staaten, da kommt es darauf an, eben ob es ein Treuhandstaat ist, sagt man dazu, a Trust State, oder ein Judicial State, also ein Staat, in dem ein Gerichtsverfahren notwendig ist. Und ist es ein Trust State, nun, dann ist die Sache völlig klar, dann können die einfach daherkommen mit ihren eigenen privaten Sicherheitskräften und den Menschen das Haus wegnehmen. Das heißt, da muss man anders mit umgehen als in einem Judicial State. In Deutschland ist es eine Judicial Angelegenheit, das heißt, eine Bank muss letztendlich vor Gericht, und das ist, würde ich sagen, eine gute Sache, denn sich mit Trustrecht auseinanderzusetzen und also Treuhandrecht und dann die verschiedenen Parteien zu identifizieren, die überhaupt in solchen Trust Deeds, sagt man dazu, bezüglich einer Hypothek, Parteien sind und welche Rechte die einzelnen Parteien haben, das ist für einen Laien fast nicht zu meistern. Also gut, dass es judicial ist in Deutschland. So. Da sieht man die Statute Staples aber drin. Das heißt, man automatisch schon verwirft man das Recht oder verzichtet man eben auf das Recht, sein Haus oder sein Land weiterhin in Besitz zu behalten. Und jetzt gehört zu einem Vertrag natürlich, bevor ein Vertrag zustande kommen kann, das ist jetzt auch ganz wichtig, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Erst einmal müssen die Parteien oder müssen sich gegenseitig wenigstens so anerkennen als geschäftsfähig. Das heißt, kein erwachsener Geschäftsmann kann mit einem nicht geschäftsfähigen, und eigentlich ist das Alter der Geschäftsfähigkeit in der Substanz 21 Jahre und nicht 18 und nicht 16. Das sind Privilegien, die eine fremde Partei einem zuräumt. Nein, man sagt dazu, ein Mann hat die geistige und seelische Reife, einen Vertrag einzugehen, wenn er 21 ist und nicht vorher. Das ist Substanz. Darüber müssen sich die Parteien natürlich selber im Klaren sein. Ist der geschäftsfähig? Ja, der macht mir einen vernünftigen Eindruck, der ist geschäftsfähig. Gut. Und dann überlegt man sich, wie man jetzt den Vertrag zustande bringt. Dann gehört zu einem Vertrag, wenn man ein Geschäft machen will mit einem anderen, natürlich das Angebot. Das heißt, ich muss dem anderen etwas anbieten zu einem bestimmten Preis. Und solange der andere das Angebot nicht explizit annimmt, kann ich auch den Preis nicht einfordern. Das ist logisch. Denn ich kann nicht dem anderen Angebot machen, in der Form zum Beispiel, Sie haben 14 Tage Zeit und wenn Sie das Angebot, wenn Sie nicht darauf antworten, dann gilt es so, als ob Sie das Angebot angenommen hätten und Sie müssen dann die Rechnung zahlen. So etwas geht nicht. Ja, denn da stipuliert man das Prinzip des konkludenten Handels in der falschen Weise. Ja, konkludentes Handeln ist zum Beispiel, wenn ein Anbieter sagt, hier dieser Schokoriegel kostet 60 Cent und ich gehe dahin, ich nehme den Schokoriegel, trage ihn zu der Kasse und zahle die 60 Cent. Das ist konkludentes Handeln in der Form, dass ich sage, ja, ich nehme den Schokoriegel zu dem Wert an. Und erst dann wirklich hat der Schokoriegel auch den Preis von 60 Cent. Da muss man einen wirklichen Unterschied machen. Die 60 Cent, mit welcher der Schokoriegel angeboten wird, ist nicht der Preis. Das ist der Wert, den der Anbieter dafür haben will. Den Preis von 60 Cent hat der Schokoriegel erst dann, wenn jemand auch die 60 Cent dafür bezahlt. Das heißt, in der Regel gehen die Leute daher und kaufen die Dinge oder erwerben die Dinge, muss man eher wirklich sagen heute,
für den ausgewiesenen Wert, ohne dass sie weiter verhandeln. Und das nennt man konkludentes Handeln. Das heißt, er ist bereit, diesen Wert zu zahlen, und somit hat dann der Schokoriegel bezüglich dieser Transaktion dann auch nur den Preis von 60 Cent. Das ist konkludentes Handeln. Da ist dann ein Vertrag zustande gekommen durch konkludentes Handeln. Jetzt würde der Käufer sagen, na, der ist mir zu teuer, geben Sie mir den für 40 Cent. Und der Anbieter sagt, na gut, für 40 Cent gebe ich Ihnen den auch. Dann hat der Schokoriegel den Preis von 40 Cent. Und der Anbieter hat nicht den veranschlagten Wert für den Schokoriegel erhalten. Aber der Preis ist dann 40 Cent. Und wenn der Anbieter damit einen Verlust macht, oder nicht genügend Profit, wenn man so will, dann wird er sagen, nein, zu 60 Cent kann ich Ihnen den nicht geben, aber zu 50 Cent könnte ich Ihnen den geben. Das war also früher ganz normal. Man hat also gehandelt. Die Leute waren da, die Menschen, die Käufer, die Geschäfte, die waren da eher flexibel, denn es war besser für einen Verkäufer, eine Sache zu einem niedrigeren Wert zu verkaufen, als überhaupt nicht. Das ist also völlig klar. So, konkludentes Handeln anderweitig, wie das oft heute stipuliert wird, nämlich dass man sagt, die andere Partei antwortet nicht auf das, was ich schreibe, und somit stimmt sie konkludent zu, das ist nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen auch der Fall. Das wird oft fehlinterpretiert, denn man kann einem anderen nicht durch die Unterlassung einer Handlung unmittelbar oder zwingend konkludentes Handeln unterjubeln. Das geht nicht. Das wird oft so gemacht und in den administrativen Prozessen, mit denen wir uns befassen werden, ist natürlich das Nicht-Antworten hier in dem Fall eine konkludente Handlung, aber nur deswegen, weil ja die andere Partei einen Vertrag stipuliert und existiert ein Vertrag schon und man variiert den und die andere Partei antwortet nicht darauf, dann kann man hier konkludentes Handeln tatsächlich davon ausgehen. Ja, eine Bank macht das häufig, Sie kennen das. Die Bank schickt Ihnen irgendwie eine E-Mail oder einen Brief und sagt, dass ab dem so und so vielten der Zinssatz um so und so viel steigt oder diese und jene Bedingungen des Vertrages sich ändern und diese Änderungen in Kraft treten ab dem so und so vielten. Und Sie haben die Möglichkeit, dagegen Widerspruch einzulegen, in welchem Fall wir dann das Konto kündigen werden, oder aber Sie brauchen gar nichts sagen, dann gilt das als angenommen. Das können die nur tun, weil hier der Vertrag variiert wird. Und die haben sich ja ein Variationsrecht vorbehalten. Und natürlich sollten wir diese Prinzipien beachten, aber wir sprechen da noch genauer drüber. Also erst einmal für einen Vertrag gibt es ein Angebot. Es gibt den Anbieter und dann gibt es denjenigen, der den annehmen kann. Und zwar so, wie es angeboten ist. Oder aber er sagt zum Anbieter, ich nehme das gerne an, aber unter einem geringeren Wert. Und wenn der Anbieter sagt, gut, ja, das können wir machen, dann kommt ein Vertrag zustande. Und das Zustandekommen eines Vertrages wird dann durch Handschlag oder durch in Schriftform, heute in der Regel in Schriftform, durch die Unterschriften beider Vertragsparteien manifestiert. Das heißt, da gibt es ein Stück Papier, was die Absichten der beiden Vertragsparteien manifestiert. Das heißt, einem Vertrag müssen Absichten zugrunde liegen. Man will einen Zweck erreichen. Und da muss sich jede Partei ganz genau im Klaren darüber sein, was sie da unterzeichnet. Das heißt, sie müssen die Worte verstehen, sie müssen die Folgen und Konsequenzen verstehen der verschiedenen Bedingungen, einzeln, aber auch insgesamt. Was bedeutet das? Und heute finden Sie das in Kaufverträgen oder ganz besonders in Darlehensverträgen, Kreditkartenverträgen, Bankverträgen, Kontoverträgen, sich die Bank immer unglaubliche Rechte vorbehält und der Kontonehmer sozusagen oder der Kunde der Bank eigentlich überhaupt nichts tut, um den in irgendeiner Art und Weise zu variieren, sondern er nimmt ihn einfach so an. Und jetzt frage ich mal, die Frage brauchen Sie natürlich nicht beantworten, können Sie ja jetzt auch gar nicht, weil Sie gar nicht das Sprachrecht haben,
Aber für sich selber müssen Sie das mal beantworten. Als Sie Ihre Kreditkartenverträge, Bankverträge, Darlehensverträge, Hypothekenverträge unterzeichnet haben, wussten Sie da ganz genau, was jeder Satz bedeutet und was für Konsequenzen er hat? Und welche Konsequenzen überhaupt möglich sind, im Falle, dass dies oder jenes geschieht? Haben Sie den ganz genau durchgelesen und können Sie sagen, ja, ich habe diesen Vertrag wirklich verstanden? Und da wage ich mal diese Schätzung, vielleicht unterschätze ich Sie da jetzt, aber ich würde sagen, dass mindestens 90% der hier Anwesenden das nicht getan haben. Das ist eine Schätzung meinerseits. Ich habe dafür keine wirklichen Gründe, aber das ist meine Erfahrung. Und damit haben Sie sich in einen Vertrag hineinbegeben, von dem Sie überhaupt nicht wissen, was er eigentlich wirklich bedeutet, außer, dass Sie mal gehört haben, naja, die Bank, die kann mir möglicherweise das Haus wegnehmen. Und das ist natürlich, das genügt auch eigentlich, denn Sie kennen dann die Konsequenzen. Und die Bank hat Sie auch auf diese Konsequenzen sicherlich hingewiesen, oder der Finanzberater, heute läuft das ja oft über Finanzberater, die dazwischen geschaltet sind. Und ich sage, aber seien Sie sich bewusst, können Sie diese Bedingungen nicht erfüllen, dann wird die Bank Ihnen das Haus wegnehmen können. Und irgendwo ist das jedem klar. Das heißt, hier wird substanzielles Recht, würde ich sagen, vorgetäuscht. Das heißt, es wird unter dem Anschein des Rechts ein Vertrag geschlossen, der eigentlich in einer ganz anderen kommerziellen Welt stattfindet, als das früher der Fall war. Aber man sagt, hier der Zweck heiligt die Mittel, mit anderen Worten, die Intention ist, einer braucht Geld, das wird ihm geliehen und dafür kann er sich das Haus kaufen und wenn er dieses Geld nicht zurückzahlt, dann nehmen wir ihm das Haus. Und jeder denkt, oder zumindest haben das viele Leute jahrzehntelang gedacht, nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist fair. Und es wäre auch fair, wenn tatsächlich hier substanzielles Geld in der Weise in Umlauf wäre, als dass man es selber zur Genüge durch seine eigene Arbeit schaffen kann. Und das können die meisten nicht, schon gar nicht, wenn sie in der Stadt leben. Das heißt, da liegt ein Ungleichgewicht auf jeden Fall vor. Und das müssen wir uns in der Zukunft noch genauer angucken. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass so ein Vertrag wie ein Hypotheken- oder Darlehensvertrag vor Gericht landet. Und jetzt überlegen Sie mal, Sie kommen jetzt daher und sagen dem Richter, naja, aber der Vertrag ist Betrug. Dann wird der Richter irgendwann fragen, vielleicht sogar sofort, das kommt immer auf den Richter drauf an, ja, seit wann wissen Sie denn, dass der Vertrag Betrug ist? Und dann sagen Sie, naja, seit dem Sohn zu finden, seit ich gehört habe, dass die Bank mir eigentlich gar nichts geliehen hat, sondern dass die Bank das Darlehen durch Bilanzverlängerung erzielt hat und mir sozusagen hier die Bilanzverlängerung angeboten hat, die Bank aber eigentlich die ausgleichende Verbindlichkeit hat. Dann sagt der Richter, nun, jetzt frage ich Sie, haben Sie denn das Haus? Und dann werden Sie sagen müssen, ja. Und haben Sie das Haus selber finanziert, haben Sie das selber gekauft oder hat die Bank das Haus gekauft und Sie sind jetzt in einem Vertrag mit der Bank? Dann werden Sie sagen müssen, ja, die Bank hat das Haus gekauft oder das Hypothekengeld überwiesen und ich habe dann das Haus gekauft. Das heißt, Sie haben Geld bekommen von der Bank, Sie haben damit das Haus gekauft, Sie haben jetzt das Haus und jetzt wollen Sie sagen, der Vertrag ist Betrug. Wie kommen Sie darauf? Ja, da kommt der Richter dann daher und behauptet, dass das alles wie im substanziellen Recht passiert wäre. Und das ist es auch eigentlich, und das ist natürlich jetzt erst einmal verwirrend, wenn ich das sage, das ist mir klar. Aber es ist es auch eigentlich, denn zu dem Zeitpunkt, wo Sie das Darlehen unterschrieben hatten, und das wird dann wahrscheinlich seine nächste Frage sein, haben Sie geglaubt, dass Sie sich von der Bank etwas leihen? Und das ist die Absicht, das ist die Intention gewesen, sich etwas zu leihen von der Bank. Das heißt, Sie sind in den Vertrag eingestiegen, unter der Vorstellung, dass Sie sich etwas geliehen haben von der Bank. Und da spielt es jetzt keine Rolle mehr im Nachhinein, ob das so war oder nicht. Und das muss man unbedingt verstehen.
Wenn Sie einen Vertrag schließen, weil Sie glauben, Sie leihen sich etwas, dann darf es für Sie rein rechtlich keine Rolle spielen, woher die Bank das hat. Ja, ob sie das auf die eine oder andere Weise macht, das spielt wirklich keine Rolle. Sie haben ihr Ziel erreicht, sie haben sich etwas leihen wollen, um ein Ziel für sich zu erreichen und haben es da als gerecht angesehen, dass sie diese Summe, ganz gleich wie die zustande kam, auch wieder zurückzahlen. Und daran ist überhaupt nichts verkehrt. Denn zu dem Zeitpunkt, als sie diesen Vertrag unterschrieben hatten, da sind sie nicht davon ausgegangen, dass die Bank sie betrügt, dass das irgendwie mit unlauteren Dingen dazugeht. Hätten sie diesen Verdacht gehabt und den Vertrag trotzdem so unterschrieben, dann wäre das Betrug gewesen. Dann würden sie wahrscheinlich irgendwann vom Richter stehen, wegen Betrug. Der Richter wird sich fragen, ja, Sie sagen hier, Sie wussten das schon zu dem Zeitpunkt, als Sie den Vertrag unterschrieben haben? Ja, warum haben Sie ihn dann unterschrieben? Das heißt, Sie sind dann ja Teil des Betruges geworden. Das heißt, gehen wir gegen die Bank vor, müssen wir auch gegen Sie vorgehen, weil Sie hier der Bilanzverlängerung und dem Finanzbetrug Vorschub geleistet haben durch Ihre Handlung. Und dann sind Sie auf einmal mitgehangen, mitgefangen, mit im Boot dieses kriminellen Unterfangens. Also, das sage ich jetzt nicht, damit Sie hier den Eindruck bekommen, es gibt darauf keine Heilung. Es gibt eine ganze Reihe von Heilungen für diese Arten von Kreditverträgen. Aber die Argumentation, dass die Bank Sie betrogen hat, ist keine Argumentation, die Sie vor Gericht irgendwo weiterbringen wird. Ich kenne nur einen wirklich, der das mal so weit getrieben hat im Gericht, bis der Richter gar nicht mehr anders konnte, als eine generelle Untersuchung anzuordnen, und das hat sich Jahre und Jahre und Jahre hingezogen. Der hat sein Haus behalten, ja, aber das hat dann auch Präzedenzfälle geschaffen, wo dann generell die Richter angewiesen wurden, auch in den höheren Gerichten, immer so zu urteilen, dass die finanziellen und kommerziellen Interessen einer Bank denen der individuellen Person übergeordnet sind. Und das ist auch in diesem fiktiven Kommerzsystem, ist es ein korrekter Schluss. Ja, das ist ein korrekter Schluss. Das bedeutet noch lange nicht, dass man sie schädigen darf und dass sie keine Möglichkeiten haben, gegen einen solchen Schaden privat vorzugehen. Deswegen sind wir ja hier. Aber das ist jetzt mal von der öffentlichen Seite aus gesehen, ist das korrekt? Denn sonst, wenn eine Klage da durchkommt, gäbe es dann sofort Zehntausende, Hunderttausende von Klagen. Und dann würden die Banken ganz einfach sagen, weil sie die Macht dazu haben, gut, dann hören wir auf, Kredit und Geld in Umlauf zu bringen und lassen die Leute alle verhungern. Das ist deren Macht. Also das sieht man, man muss wissen, mit welchen Mitteln man sozusagen auf einem Schlachtfeld kämpft, um nicht hinterher ein Ergebnis zu erreichen, was noch schlimmer ist als das, was man sowieso schon hat. Und da muss man also klug sein. Und das Hervorragende ist, dass wir heute in einer relativ komplizierten Welt leben, in der wir lernen müssen, relativ komplizierte Gedankengänge oder Theorien wieder auf ihre Basis zu reduzieren. Nämlich auf ganz einfache Prinzipien, die schlicht und ergreifend verschütt gegangen sind, weil wir uns haben den Kopf verdrehen lassen von zu viel Gerede, von Wirtschaftstheorie. Es gibt ganze Büchereien voll von Wirtschaftstheorie und Bankentheorie und so weiter. Und das alles kann man wirklich reduzieren auf ein paar wenige Prinzipien. Und wenn man die begreift, dann kann man sich auch nicht von einer Bank in das Licht führen lassen. So. Wichtig aber ist, dass man versteht, dass man nicht vor Gericht argumentieren kann, die Bank hat Betrug begangen und deswegen zahle ich das nicht. Dann zeigt man nämlich, dass man überhaupt kein Verständnis hat für das Forum, in dem man überhaupt ist. Man ist da nämlich in einem Admiralitätsgericht eigentlich, in welchem Kommerzrecht praktiziert wird. Das sind ganz andere Verhältnisse als jetzt im substanziellen Recht. Und jetzt will ich eben nochmal betonen, wie wichtig das ist, die Absicht beim Vertragsabschluss. Und haben Sie in der Regel, davon
gehe ich jetzt einfach mal aus, haben alle von Ihnen einen Hypothekenvertrag abgeschlossen in dem Glauben, dass die Bank Ihnen etwas leiht und Sie das zurückzahlen müssen. Und Sie waren einverstanden mit dem Zinssatz, Sie waren einverstanden mit der Menge und somit ist ein völlig normaler, perfekter Vertrag zustande gekommen, den man nicht jetzt einfach so attackieren kann. Denn es spielt keine Rolle, auf welche Art und Weise die Bank diese Mittel zur Verfügung gestellt hat. Sie haben sie bekommen und diese Mittel waren etwas wert für Sie. Denn Sie haben dafür ein Haus bekommen, das heißt, Sie haben den Wert bekommen, den Sie bekommen wollten. Damit ist Ihre Absicht und Ihr Zweck dieses Vertrages erfüllt worden. Das muss man wirklich verstehen. Und dass die Bank natürlich daran einen dutzendfachen Reibach macht, das steht auf einem anderen Blatt. Und wie man mit sowas umgeht, darüber sprechen wir dann in der Zukunft, wenn wir mehr ins Kommerz- und Admiralitätsrecht gehen. Aber das sind erst einmal die Tatsachen und das ist das Einzige, was der Richter sieht. Wenn Sie die Bank wegen Betrug anklagen, dann können Sie das nur, wenn die Bank zum Beispiel sagt, nun ja, wir leihen Ihnen die 300.000 Euro fürs Haus, Sie schließen den Kaufvertrag ab und dann sagt die Bank, ja, aber wir haben uns überlegt, in Ihrem Fall wären 300.000 Tomaten besser. Ja, dann wäre das Betrug. Das nennt man Bait and Switch. Das heißt, da wird das eigentlich Angebotene plötzlich ausgetauscht für etwas Neues, für etwas anderes. Oder Sie abonnieren das Spiegelmagazin und bekommen dann immer den Stern geliefert. Und wenn Sie nicht beim ersten Mal sagen, nein, ich will den Spiegel, dann gilt das als konkludent angenommen und Sie müssen in Zukunft den Stern dann immer annehmen anstatt des Spiegels, den Sie eigentlich haben wollten. Weil ein Vertrag generell vorhanden ist. Nämlich eine Absicht. Sie wollen ein Magazin. Also ein Nachrichtenmagazin. Da ist dann konkludentes Handeln natürlich leicht zu stipulieren und auch nachzuweisen. Und auch durchzusetzen. So. Also denken Sie dran, wir haben das mehrmals erlebt. Oder nicht. War nicht selber jetzt zugegen, aber mir wurde das mehrfach jetzt berichtet bezüglich Deutschlands oder Menschen, die auf deutschem Boden leben. Dass genau nämlich so etwas passiert ist im Gericht, wo der Richter dann den Beklagten von der Bank Verklagten befragt hat, ja, als Sie den Vertrag unterzeichnet hatten, sind Sie davon ausgegangen, dass Sie etwas bekommen von der Bank, um ein Haus zu kaufen. Da hat der Betroffene gesagt, ja, und da hat der Richter gesagt, und das ist das Einzige, was hier zählt. Betrug der Bank liegt nur dann vor, wenn sie Ihnen nicht das Geld zur Verfügung stellt, wozu sie sich bereit erklärt hat. Oder den Kredit. Ganz gleich, wie sie den erwirtschaftet hat. Ja? Das ist also ganz normales Vertragsrecht. Jetzt kann man so ein Vertragsrecht oder einen Vertrag, wenn man geschickt ist, da braucht man aber Erfahrung. Das dauert seine Zeit. Natürlich auf einen neuen Level, auf eine andere Ebene heben und da andere Prinzipien dann geltend machen, die sozusagen Vertragsrecht überschreiben. Da gehe ich jetzt im Moment mal nicht drauf ein, um die ganze Sache nicht zu verwirren zu machen. Und das ist wirklich fortgeschrittene Thematik. Da muss man erfahren sein im Gericht, das muss man mehrmals erlebt haben, was da gesagt wird und das auch verstehen, was die andere Partei sagt, die Bank zum Beispiel. Es gibt immer eine Heilung. Also die Heilung liegt nicht, auf jeden Fall nicht heutzutage in unserem Kommerzwesen darin, dass man behauptet, die Bank habe Betrug begangen durch Bilanzverlängerung, denn das, was sie haben, etwas erreicht, unter genau der Vorstellung, die sie hatten, als sie den Vertrag unterschrieben hatten. Und das ist das Einzige, was zählt. Das heißt, sie haben zu dem Zeitpunkt gedacht, sie sind in einem Schuldverhältnis mit der Bank. Und das wird durchgesetzt, auch wenn das gar nicht konkret, reell gesehen der Fall ist. Das heißt, Sie sehen, man kann heute Verträge abschließen und Dinge festlegen, die überhaupt in der Realität nicht einmal existieren. Und es gilt da nur das Verständnis. Und da will ich Ihnen etwas sagen. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, Dinge zu erreichen, die man eben unter substanziellem Recht, unter Naturrecht gar nicht erreichen könnte. Das Problem ist, dass die Menschen im Allgemeinen über diese Möglichkeiten nicht unterrichtet werden,
auch nicht wirklich die Rechtsformen lernen und die Prinzipien, die denen zugrunde liegen, und dadurch natürlich einfach durch Unwissenheit ständig im Nachteil gegenüber denjenigen sind, die wissend sind und klug mit diesen Prinzipien umgehen. Und eben ein Ziel dieses Kurses ist, solche Ungleichgewichte ja ein bisschen beheben zu helfen. Ja, jeder muss dann da weiter natürlich für sich auch forschen oder vielleicht auch kleine Arbeitsgruppen gründen mit Menschen, die sie kennen und denen sie vertrauen, um dann der Sache auf den Grund zu gehen. Das ist eine hervorragende und spannende Aufgabe und Angelegenheit, die natürlich seine Zeit braucht, aber das ist schon wichtig. Also, fassen wir mal zusammen jetzt bezüglich Vertragsrecht. Zum Vertrag, damit ein wirksamer und rechtmäßiger Vertrag zustande kommt, muss es einen Anbieter geben, der macht ein Angebot irgendjemandem, der ein Interesse hat an dem Angebot. Und der Interessent, der schaut sich das Angebot an und nimmt es entweder so an, wie es ist, oder aber er schlägt eine Modifizierung vor. Er sagt, nun, zu dem Preis nehme ich das nicht an, aber zu dem Preis nehme ich das an. Und dann kommt es auf die Verhandlung drauf an. Das heißt, es muss eine Verhandlung stattfinden und beide Parteien oder ganz gleich wie viele Parteien an einem Vertrag beteiligt sind, müssen deren Interesse und Verständnis des Vertrages muss sich überschneiden. Das heißt, man sagt dazu im Englischen, a meeting of the minds must take place. Das heißt, der Intellekt der Menschen oder das Verständnis über den Vertrag, das muss sich überschneiden bei den Parteien. Und erst dann, wenn eine solche Überschneidung vorliegt, kann man sagen, nachdem der Vertrag dann unterschrieben wurde, dass der Vertrag auch wirklich auf gegenseitigem Verständnis beruht. Jetzt kann man sagen, ein Vertrag ist betrügerisch, wenn eine Partei in einem Vertrag Taktiken der Täuschung vorbringt, und zwar in der Art und Weise, wie er versucht, dem anderen zu verschleiern oder gegenüber zu verschleiern, bestimmte Auswirkungen, die eintreten könnten oder die passieren könnten, wenn er sich nicht an den Vertrag hält. Ja, zum Beispiel, wenn die Bank sagt, nein, machen Sie sich keine Sorgen um das Haus, wir machen lediglich einen Grundbucheintrag, aber das Haus, das bleibt bei Ihnen. Und dann geht die Bank vor Gericht und klagt auf Besitz des Hauses. Das wäre Betrug. Da ist das aber dann keine Frage der Schuld, sondern da ist das eine Frage, hier hat die Bank Sie betrogen und somit in Ihnen ein Verständnis erzeugt über den Vertrag zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses durch Unterschrift, welches gar nicht der Realität entsprach. Mit anderen Worten, Sie wurden wirklich da getäuscht. Und eine Täuschung muss stattfinden in der Substanz des Vertrages. Und die Substanz des Vertrages ist das, was geschrieben steht. Die Substanz des Vertrages sind die Worte. Ja? Nur die Worte eines Vertrages sind das Recht des Vertrages. Mit anderen Worten, gibt es nicht zwingend irgendwelche Vorschriften. Eine Bank hat heute, weil sie ja auf öffentlichen Krediten auch operiert und den auch geradezu herstellt, ja, muss sie sich an bestimmte öffentliche Vorgaben halten des Gesetzgebers, aber auch da sind die oft recht, sagen wir mal freundlich, liberal in der Auslegung. Und es kommt dann zu einer Art von Täuschung, das heißt, sie verwenden Begriffe und Worte, die der Darlehensnehmer, der ganz normale Kunde, eigentlich wirklich überhaupt nicht versteht und den nur die Anwälte verstehen. Und da passiert natürlich dann schon eine ganze Menge Betrug und hinters Licht führen. Ja, und wenn man da einen guten Anwalt hat oder wenn man selber die Dinge kennt, die Prinzipien, dann sagt man, das war nicht mein Verständnis zum Abschluss des Vertrages. Und dann muss man das nachweisen, dass man getäuscht wurde. Das ist dann aber keine Frage der Schuld, denn Sie hatten ja immer noch das Verständnis, dass Sie sich was leihen, sondern es ist hier eine Frage, ob die Bank ein bestimmtes Recht, ein bestimmtes Exekutionsrecht hat, nachdem der Vertrag gebrochen wurde ihrerseits. Ja, da muss man sehr genau unterscheiden. Das ist eine sehr präzise Angelegenheit und es ist wunderbar, wenn man sich mit Worten befasst und auch wirklich versucht zu verstehen, was die andere Partei einem da wörtlich entgegenbringt. So, jetzt gibt es auch im Vertragsrecht
ein ganz besonders wichtiges Prinzip auch, und das ist das Prinzip der Vertragshoheit. Wer hat denn Vertragshoheit? Und ich kann Ihnen sagen, dass ich erläutere das anhand dieses Beispiels wiederum, dass bei einem Vertrag immer, Sie haben einen Darlehensvertrag, Kreditvertrag spielt wirklich keine Rolle, oder einen Vertrag mit einem Stromlieferanten, ja, oder Wasserversorger, die schicken Ihnen immer deren Verträge zu. Hier, das ist der Vertrag und unterschreiben Sie den. Und da hat natürlich derjenige, der den Vertrag aufgesetzt hat und zugeschickt hat, immer die Vertragshoheit. Und Vertragshoheit bedeutet, dass wenn Sie den so unterschreiben, er auch das Recht hat, in erster Linie seine Interpretation des Vertrages zu beweisen und auch anerkannt zu finden vor Gericht. Denn Sie haben das, Sie sind dem gefolgt, haben keine Eingaben gemacht, keine Variationen, keine Änderungsvorschläge, also mit anderen Worten. Und wenn das nicht vorliegt, dann kann jetzt der Anbieter hier oder derjenige, der den Vertrag verfasst hat, darauf bestehen, dass seiner Interpretation der Worte gefolgt wird. Denn es ist, er sagt, es ist nicht mein Problem, wenn die andere Seite das nicht versteht. Sie hat die Möglichkeit, sich selber einen entsprechend kompetenten Anwalt eben zu besorgen, der dann die Worte und die Absicht des Vertrages demjenigen erklärt. Und natürlich stimmt das. Denn wer einen Vertrag eingeht mit einer anderen Partei, der muss wissen, auf was er sich einlässt. Und wenn man das nicht weiß und wenn man das nicht kann, dann muss man sagen, es tut mir leid. Ich habe weder die Mittel, mir einen Anwalt zu leisten, um mir diesen Vertrag zu erklären, noch das Geld, mir so etwas zu leisten, oder noch das Verständnis, besser gesagt, um das zu verstehen. Sie müssen mir den Strom so liefern. Und ich zahle Ihnen eine Pauschalgebühr für die Bereitstellung des Stromes. Denn die stellen einem den Stromverbrauch in Rechnung, wobei der Strom lediglich durch den Zähler durchläuft. Ein Stromzähler misst nicht den Stromverbrauch, sondern er misst den Stromdurchlauf. Das hat überhaupt nichts mit Verbrauch zu tun. Strom wird nicht verbraucht. Mag vielleicht neu sein, aber muss man sich mit befassen, wirklich. Das heißt, da liegt zum Beispiel ein Betrug vor. Aber gut. Dann muss man also selber anfangen, sozusagen in dem Fall die Vertragshoheit zu übernehmen, wenn man nicht in der Lage ist, auf die eine oder andere Art und Weise den Vertrag einer Partei zu verstehen und nachzuvollziehen. Mit anderen Worten, man hat nicht die Kapazität, sich auf einen solchen Vertrag einzulassen. Das heißt nicht, dass sie dumm sind. Das heißt auch nicht unbedingt, dass sie arm sind. Das sagt überhaupt nichts, sondern sie sagen einfach, ich habe nicht die Kapazität, ihren Vertrag zu folgen, um mich somit auf ihn einzulassen. Ja, dann können die auch nichts tun. Aber sie brauchen Strom, denn das Recht auf Wärme, das Recht auf Unterkunft, das Recht auf Nahrung, auf Kleidung, auf all das, was sie zum Erhalten ihres Lebens brauchen, das ist ein Recht, das kann ihnen niemand nehmen, das kann auch nicht abstrahiert durch Kommerz ihnen genommen werden und abhängig gemacht werden von ihrer Leistungsfähigkeit. Das ist ein Naturrecht. Das ist auch kein Privileg. Das ist eine Eigenschaft des Menschen. Er braucht das. Und das ist wirklich sehr entscheidend hier. Das ist das Prinzip der Vertragshoheit. Und wer die Vertragshoheit hat, ist natürlich immer, hat die stärkere Hand. Denn seine Interpretation der Worte des Vertrages muss Folge geleistet werden. So, das ist also das Prinzip der Vertragshoheit. Derjenige, der den Vertrag zeigt, vorschlägt, und dieser Vorschlag wird angenommen von der anderen Partei, dann hat derjenige, der ihn vorgeschlagen hat, die Vertragshoheit. Und in der Regel nehmen die Leute heute alle Verträge an, ohne überhaupt sich einen Gedanken darüber zu machen, ob man ihn nicht variieren könnte, modifizieren könnte. Das muss man sich mal ernsthaft überlegen. Die Menschen nehmen den so an, weil sie glauben, die Bank hat Autorität, die weiß schon, was sie tut, und man nimmt ihn einfach so an. Und ich sage Ihnen, jeder hat das Recht, den Versuch einer Modifizierung, einer Variation zu jedem Zeitpunkt innerhalb eines Vertragsverhältnisses geltend zu machen und einzubringen. Auch vor Vertragsabschluss, da spricht man ja noch eigentlich nicht von Vertrag, sondern von den Verhandlungen. Das heißt, da ist ja dann eine
ein vorgeschlagener Vertrag, ein stipulierter Vertrag, sozusagen noch verhandelbar, bleibt er aber übrigens auch danach, denn ein Vertrag muss einem Zweck dienen und die Zwecke müssen erfüllt werden und der Zweck darf nicht sein, letztendlich den anderen in eine Position zu bringen, wo er den Vertrag nicht erfüllen kann. Das wäre dann auch wiederum Betrug und das wäre ungerechtfertigte Bereicherung. Also ein Vertrag muss wirklich auf Gegenseitigkeit beruhen und beide Parteien müssen etwas aus dem Vertrag gewinnen, was sie brauchen oder was sie wollen. Ja, jetzt aber zurück zu den Möglichkeiten, die man hat, schon im Vorfeld, wenn man einen Vertrag abschließt. Wie ich erwähnt hatte, ist es normalerweise so, dass man Verträge einfach so annimmt, wie sie einem vorgelegt werden. Das heißt, man geht zur Bank, man will ein Darlehen, die Bank gibt einem den Vertrag, man liest ihn vielleicht nicht mal richtig durch und verstehen tut man ihn schon gar nicht, aber man setzt dann seine Unterschrift unten drunter. Man hat aber die Möglichkeit, bestimmte Paragraphen zum Beispiel durchzustreichen, aber so eine Veränderung muss man dann immer an der rechten Seite neben dem Absatz oder den Satz, den man durchstreicht, initialisieren. Das heißt, man muss seine Initialien dahinsetzen. Und man kann selber auch dann bestimmte Bedingungen hinzufügen, die man gerne in dem Vertrag hätte, und das dann so unterschreiben. Und dann schickt man das so zurück. Und jetzt kann man sagen, wenn die Bank jetzt dann einem das Darlehen zur Verfügung stellt und keinerlei, wie sagt man, Reklamationen macht oder Rückfragen oder sonst irgendwie etwas, dann kann man davon ausgehen, dass die Bank das auch angenommen hat. Und somit hat die Bank hier konkludent gehandelt, indem sie die Modifizierungen, die man vorgeschlagen hat, in dem ursprünglichen Entwurf, denn es ist erst dann ein Vertrag, wenn die Unterschriften beider Parteien drauf sind, ja, wenn die den also dann so annimmt und auch entsprechend handelt. Das ist also konkludentes Handeln. Erst dann ist man in einem Vertrag. Vorher nicht. Vorher sind das Vorschläge, Stipulationen, sagt man dazu. Und erst dann, wenn man in einem Vertrag ist, dann hat man die Möglichkeit, bestimmte andere Prinzipien zu verwenden, wie zum Beispiel die Novierung, man sagt dazu auf Englisch Novation, oder die Modifizierung oder Variierung, man sagt dazu auf Englisch Variation. Der Unterschied ist der, bei der Novierung erneuert man den Vertrag. Das tritt zum Beispiel regelmäßig dann ein, wenn man hat einen festen Zinssatz für ein paar Jahre mit bezüglich einer Hypothek. Diese Frist läuft aus und dann kommt die Bank daher und schlägt einen neuen Vertrag vor. Das ist Vertrag vor. Das ist jetzt eine Novierung. Und da hat man wirklich ganz erstaunliche Möglichkeiten, auf die kann ich jetzt nicht eingehen. Das werden wir dann tun, wenn wir über die speziellen Charakteristiken von Krediten überhaupt sprechen. Das ist dann eine Novierung. Und eine Variierung ist, oder Variation auf Englisch, ist, wenn man den einen schon existierenden Vertrag variiert, wie ich das erwähnt hatte, die Bank gibt einem bekannt, hier ab dem und dem Datum gibt es folgende Änderungen oder Ergänzungen bezüglich eines Vertrages und wenn sie nichts dagegen sagen, gilt das als angenommen. Da wird dann ihr Stillschweigen als konkludentes Handeln gewertet in der Form, als dass sie zustimmen. Das heißt, eine Unterlassung einer Handlung kann auch als eine Zustimmung gewertet werden. Aber ganz wichtig ist, dass konkludentes Handeln nur dann gilt, wenn eine vertragliche Situation vorliegt oder wenn eine Modifizierung einer Stipulation trotzdem zu einem Vertragsabschluss führt. Das ist also wichtig, dass man sich das klar macht und nicht denkt, dass man jetzt daherkommen kann und einen anderen unter dem Prinzip des konkludenten Handelns haftbar machen kann. Einfach, wenn man ihm was schreibt und dann sagt, wenn du stillschweigst, dann stimmst du dem zu. Das wäre ja dann ganz toll, dann würde jedes Werbeblatt, was Sie durch den Briefkasten bekommen, bedeuten, dass wenn Sie nichts darauf antworten, Sie dann in einem Vertrag sind. Das geht natürlich nicht. Also konkludentes Handeln bezieht sich auf ein schon existierendes, muss man sagen, wirklich Geschäftsverhältnis oder kommerzielle Beziehung. Und das gilt wirklich auch nur im Kommerzvertrag, also im Handelsvertrag. Das geht nicht in ganz normalen alltäglichen Verträgen, die man unter Menschen macht. Ja, da kann man
zwar bestimmte Dinge stipulieren, aber dann muss man dazu sagen, also wenn du da nichts dagegen hast, das macht man ja oft im Leben, kommt jemand her, kannst du das und das dann und dann machen. Und dann kann man sagen, ja gut, da kann ich das nicht, aber ich kann das vielleicht eine Stunde später oder zwei Stunden später machen. Und wenn der andere dann nichts drauf sagt, dann kann man davon ausgehen, dass der zugestimmt hat. Ja, und dann macht man das so. Denn wenn jemand sich in seinem Recht verletzt fühlt oder wenn jemand sich verletzt fühlt in der Art und Weise oder benachteiligt fühlt durch die Handlungen oder die Unterlassung von Handlungen eines anderen, ja, dann muss er auch sprechen, um sozusagen das zu bemängeln. Das heißt, er kann dann nicht, wenn ihm ein Rechteverlust droht, sozusagen auf seinen Händen sitzen und nichts tun. Er muss wenigstens sprechen und sagen, nee, das ist ein unakzeptabler Rechteverlust, den ich hier dann eingehe. Also das ist ganz wichtig, dass man hier das Prinzip des konkludenten Handelns richtig versteht. Jetzt, wie ist es mit Verträgen bezüglich des Staates? Jeder kennt das Wort, nun ja, der Gesellschaftsvertrag. Das hört man immer wieder, auch in den Medien. Das ist wohl, das wird so vage, so stipuliert, dass dadurch, dass die Menschen eben eine Regierung wählen, sie diese Mitglieder der Regierung als Vertreter bestimmen und somit ein Gesellschaftsvertrag vorhanden ist. Aber keiner weiß wirklich, was das Wort Gesellschaft wirklich bedeutet. Und natürlich ursprünglich in der Substanz bedeutet es, das sind Menschen, die sich zueinander gesellen, ja, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Und man muss da immer das Naturrecht berücksichtigen. Dieser Zweck einer solchen geselligen Schaft, würde ich mal sagen, darf nicht darin bestehen, Drittparteien, die nicht Teil dieser Gesellschaft sind, in irgendeiner Form zu benachteiligen. So ein Vertrag ist unter Naturrecht immer ungültig. Also, dann so ein Gesellschafts- oder geselligen Vertrag, der gilt dann nur zwischen den Menschen, die Mitglied dieser Gesellschaft sind, die ganz, auch ganz ausdrücklich über die, wie sagt man, Bedingungen der Gesellschaft oder über die Gesellschaftsklauseln informiert sind, ja, nur für die gilt der. Das heißt, man muss wirklich Mitglied sein einer solchen Gesellschaft. Jetzt im Kommerz, oder heutzutage in der Öffentlichkeit, was ja kommerzielles Recht wirklich ist, ist eine Gesellschaft eine Rechtsform. Und in einer Gesellschaft können Klauseln entworfen werden, die ganz ungewöhnlich sind auch und an die aber nur die Gesellschafter sozusagen, also die Mitglieder der Gesellschaft, gebunden sind. Und die dürfen natürlich nicht gegen die Prinzipien von Recht und Billigkeit verstoßen. Recht und Billigkeit, naja, das bedeutet, dass man eben keinem anderen wirklich wiederum einen Schaden zufügt. Und wenn man eine öffentliche Gesellschaft macht, dann bedeutet das auch, dass es bestimmte Prinzipien gibt, die man da nicht sozusagen über den Haufen werfen darf. Also bestimmte Gesetze oder Regeln, die den Staat betreffen. Wie zum Beispiel eine Gesellschaft, die öffentlich gegründet wird, darf nicht in ihrer Satzung haben, dass die Gesellschaft dazu dient, Steuern zu hinterziehen. Ja, das geht gegen die öffentliche Geldpolitik. Das darf also eine Gesellschaft nicht tun. Denn es geht hier um die Geldpolitik und die Geldpolitik in der Öffentlichkeit, die muss gewahrt bleiben, denn sonst, wenn das jeder tut, dann gibt es Probleme. Also das nennt man die öffentlichen Rechtsnormen und das sind wirklich nichts weiter als Normen, auf die sich Gesellschafter geeinigt haben. Jetzt, also ein Gesellschaftsvertrag ist wirklich ein kommerzieller Vertrag, in dem die Menschen, die zur Wahl gehen und ihre Vertreter bestimmen, sozusagen zustimmen, dass diese Vertreter bestimmte Regeln und Gesetze entwerfen dürfen, die dann für die Gesellschaftsmitglieder oder die Gesellschafter, wenn man so will, bindend sind. Die sind dann bindend für die. Jetzt ist es aber so eine vage Angelegenheit mit dem Gesellschaftsvertrag, dass man durchaus mal nachfragen kann, wenn man zum Beispiel wegen einem Strafzettel oder anderen vielleicht etwas höherwertigen öffentlichen Verstößen belangt wird, kann man mal nachfragen, auf welchem Vertrag beruht denn meine Verbindlichkeit oder meine Verpflichtung, dies auch in Euro zu bezahlen? Und wenn die dann sagen, nun, das ist einfach, das sind die öffentlichen Rechtsnormen, das ist vom Gesetzgeber so festgelegt, dann könnte man zurückfragen, das bestreite ich nicht, dass das von irgendjemandem festgelegt wurde, aber wie kommen Sie auf die Idee, dass diese Regeln für mich bindend sind?
Da muss es eine Art von Zustimmung meinerseits gegeben haben. Ich bin mir nicht bewusst, dass ich dem zugestimmt habe, aber Sie stipulieren das ja ganz offensichtlich. Denn sonst wäre die logische Schlussfolgerung, dass Sie mir als Mann ein Gesetz Dritter zur Last legen und mich unter diesem haftbar machen. Ohne Zustimmung und ohne Vertrag. Also auf welcher rechtlichen und auch naturrechtlichen Grundlage beruht Ihre Annahme, dass ich unter diesem Gesetz haftbar bin? Und natürlich wäre das streng kommerziell gesehen eine Entehrung, wenn man so argumentieren würde, aber es gibt ja auch Menschen, die eigentlich mit dem Kommerzrecht nicht so viel am Hut haben und das auch gar nicht wirklich wissen wollen, aber für die wäre dann so eine Frageform natürlich die korrekte Art und Weise davor zu gehen. Das heißt, man sagt nicht der anderen Partei, ich bin nicht haftbar oder ich bin deutscher Staatsbürger von 1871 und das trifft auf mich nicht zu. Nein, das wäre eine Entehrung und auch einfach eine Behauptung, in der man dann in so einem Gericht unterliegt, weil man ihr damit dem Gericht Gerichtsbarkeit gibt schon, wenn man das abstreitet. Wir sprechen noch über, wann man Gerichtsbarkeit gibt. Wenn man hingegen eine Frage stellt, in der Form wie welcher Vertrag verpflichtet mich, diese Gebühr auch zu bezahlen, dann stellt man damit letztendlich die Zuständigkeit des Gerichts in Frage, für einen selber. Die stellt man damit in Frage. Und wenn die Gerichtsbarkeit eines Gerichtes so in Frage gestellt wird, dann muss das Gericht beweisen, dass es Gerichtsbarkeit hat. Es muss also beweisen, dass es das korrekte Rechtsforum ist, nämlich zum Beispiel, dass es unter Vertragrecht operiert. Und wenn es das nicht tut, dann muss es wenigstens nachweisen, in welchem Forum man operiert. Ist es Vertrag oder ist das Admiralität oder Kommerzrecht? Ja. Und dann auch, dass es innerhalb dieses Forums tatsächlich auch Gerichtsbarkeit überein hat. Mit anderen Worten, die müssen auch zeigen, dass man selber in diesem Forum sich bewegt. Zum Beispiel durch konkludentes Handeln. Ja, also wenn man zum Beispiel zur Wahl geht und öffentliche Vertreter wählt, dann hat man dem zugestimmt. Man kann immer sagen, schauen Sie, Richter, ich habe in den letzten 30 Jahren nicht ein einziges Mal gewählt. Also Ihre Vertreter da, wirklich, ich habe denen keine Vollmacht übertragen. Dann wird der Richter vielleicht sagen, na gut, aber Sie haben doch einen Führerschein. Aha, gut, ja, einen Führerschein habe ich. Allerdings war mir nicht bewusst, dass ich deswegen dann haftbar bin auf jeden kleinen Regelverstoß, der dann ad hoc oder im Nachhinein verabschiedet wird vom Gesetzgeber. Das ist mir nicht bekannt und ich denke auch, dass das gegen das natürliche Recht verstößt in der Art und Weise, als dass ich gar nicht wirklich informiert werde, dass ich unter solchen Regeln dann auch haftbar gemacht werden kann. Ja. Oder man könnte zum Beispiel danach fragen, ja, Moment mal, wollen Sie damit sagen, dass der Führerschein nicht eine rein kommerzielle Lizenz ist, die nur dann gültig ist, wenn man tatsächlich Güter für Profite transportiert? Denn das ist der Führerschein. Ist nichts weiter als eine kommerzielle Lizenz, Güter für Profite zu transportieren. Und der Führerschein, diese Lizenz, unterliegt dem Seerecht, dem See- und Handelsrecht. Ja, und ich kenne jemanden aus Deutschland, der so vor dem Richter getreten ist und ihm diese Fragen gestellt hat. Und da hat der Richter zugestimmt. Ja, da haben Sie recht. Und das bringt mich jetzt wirklich hier zum Abschluss und zu einem noch wichtigen Punkt. Und das ist, dass das gesprochene Wort einen schriftlichen Vertrag immer übertrumpft, solange das gesprochene Wort nach dem schriftlichen Wort erfolgt. Und das ist ein großer Trick heute im Gericht, im Handelsrecht. Das ist, man wird da gebeten, Eingaben zu machen und die macht man auch alles schön, aber nicht unter Eid, sondern so wie der Anwalt das sagt oder man schreibt einen Brief oder ein Schreiben oder man argumentiert. Das zählt alles wirklich herzlich wenig. Das Einzige, was zählen würde, wäre eine Erklärung unter Eid mit unbegrenzter Haftung im Gericht. Und dann geht man zur Verhandlung. Und dann versichert man sich nicht, dass der Richter auch diese Erklärung vorliegen hat und vor allen Dingen, dass er sie auch sehen kann. Was das genau bedeutet, darüber sprechen wir in der Zukunft, wenn wir
über Gerichte sprechen, dann, auch wenn diese Worte sehr ähnlich sind und sogar wenn der Sinn sehr ähnlich sind, was man damit tut ist, man sagt, mein schriftliches Dokument ist somit aufgehoben. Man hebt das auf und man ist jetzt wirklich wieder in einer neuen Verhandlung und man ist abgewichen von dem, was man vorher gesagt hat, von dem Verständnis, was man vorher versucht hat zu erzeugen. Man ist von dem abgewichen und ersetzt es jetzt durch das gesprochene Wort. Das Einzige, was man hier wirklich dann tun muss oder tun sollte oder was ich tun würde, wäre, ich würde einfach den entsprechenden Paragraphen oder Absatz noch einmal vorlesen oder überhaupt das gesamte Dokument noch mal ins Protokoll verlesen oder vorlesen. Und jeder hat das Recht, das Protokoll zu machen. Ja, da müssen Sie sich vertraut machen mit den entsprechenden Prozessregeln. Jeder hat das Recht, letztendlich unter Eid befragt zu werden und auch andere unter Eid zu befragen. Da muss man auf eine richterliche Anhörung dann bestehen. Wie gesagt, das ist keine Rechtsberatung, sondern das sind Dinge, die ich tun würde, um sozusagen meine Rechte zu wahren. Und da kann man mal nachgucken, ob das vielleicht Sinn macht, ob man da Parallelen findet, auch in Deutschland. Und ich weiß, diese Parallelen gibt es, aber ich überlasse Ihnen das, sich diese herauszusuchen, denn man muss sich diese Dinge selber erarbeiten, damit man dann auch sicher wird und nicht dann wieder auf jemand anders verweist, auf eine Drittpartei als Autorität und sozusagen seine eigene Autorität oder sein eigenes Rechtsverständnis versucht zu begründen mit der Meinung oder dem, was ein Dritter gesagt hat, denn tut man das wiederum, sagt man, man ist selber diesbezüglich gar nicht wirklich geschäftsfähig und dann findet das eigene Wort wiederum kein Gehör. Also man muss selber das erforschen, was man wissen will, diese Prinzipien kennenlernen, die sind alle vorhanden in der Öffentlichkeit. Man muss diese Prozessregeln mal lesen, Zivilprozessordnung, Strafprozessordnung vielleicht, das Handelsgesetz, ja, das Richterermächtigungsgesetz oder ich weiß nicht, wie das alles heißt. Es gibt eine Gerichtsordnung auch, eine Richterordnung, Gerichtsvollzieherordnung. Was es da alles gibt, das sollte man mal lesen, um zu wissen und mit welchen Regeln die spielen und vor allen Dingen, was für Möglichkeiten man da selber hat. Und das ist das, was Anwälte tun. Die folgen Prozessregeln. So, fassen wir also nochmal kurz zusammen, was wichtig ist an einem Vertrag. Ein Vertrag kommt nur dann zustande, ganz erst einmal übergeordnet gesprochen, wenn sich die Parteien einig sind. Das heißt, da muss eine Überschneidung der Willen stattfinden. Das nennt man eine Willensüberschneidung. Und die muss klar definiert sein, die muss auch klar zum Ausdruck gebracht werden, dass alle Parteien wissen, was hier Gegenstand des Vertrages ist, was für Klauseln es gibt, was getauscht wird und was der Wert des Vertrages ist für den Einzelnen. Was passiert, wenn die eine oder andere Partei ihre Verbindlichkeiten unter dem Vertrag nicht erfüllt? Ja, das alles muss den Vertragsteilnehmern oder diejenigen, die ja jetzt erstmal noch in einer Verhandlung sind, klar sein. Und wenn man den leisesten Zweifel hat an einer Klausel, dann muss man nachfragen, das muss geklärt werden. Ich kann mich erinnern, ich habe mal bei einer Firmenfusion war ich mit dabei. Da haben wir eine ganze Woche lang, eigentlich 6,5 Tage, um genau zu sein, haben wir jeden Tag von 9 bis 17 Uhr da gesessen und sind die Verträge Wort für Wort durchgegangen mit den Anwälten aller Parteien und auch mit den Buchhaltern übrigens. Das war sehr ermüdend. Aber da wurde jedes Wort genau definiert und es gab ein Protokoll sogar darüber, über das Verständnis, was man sich angeeignet hatte. Und die Parteien mussten das Protokoll auch unterschreiben, denn das galt als Beweis dafür, dass eine Willensüberschneidung stattfand und somit der Vertrag rechtskräftig sein kann und auch keine Täuschung vorlag. Also das war sehr interessant. Wenn ein Vertrag angenommen wird von allen Parteien, so wie er da steht, mit der Willensüberschneidung, die protokolliert wurde, dann erst kommt ein Vertrag zustande. Also, der Vertrag braucht Angebot, natürlich eine Willensüberschneidung, das ist klar, und besonders auch die Annahme. Und wer den Vertrag annimmt,
Das sage ich gleich mal im Voraus, wir erklären das dann später noch, wenn wir genauer über die Annahme sprechen. Wer einen Vertrag annimmt, ist in der stärkeren Position. Ja, der Anbieter muss das liefern unbedingt, was er anbietet. In dem Moment, wo die andere Partei das annimmt, ist der Anbieter gebunden und darf dann kein Bait and Switch machen. Also er darf dann nicht ein Spiegelmagazin liefern, obwohl ein Sternmagazin abonniert wurde. Ich meine, er kann das tun, aber das wäre ein Vertragsbruch und der Vertrag könnte gekündigt werden. Dann das konkludente Handeln findet nur Anwendung oder ist nur dann rechtskräftig, wenn ein Vertrag schon existiert. Das sollte man sich als Daumenregel einmal merken. Ja? Also als ganz wichtige Regel. Konkludentes Handeln kann nur dann geltend gemacht werden und stipuliert werden, auch wenn es schon einen existierenden Vertrag gibt. Das muss man sich genau überlegen. Die Willensüberschneidung muss stattfinden und man hat die Möglichkeit, Stipulationen zu variieren. Das heißt, bevor der Vertrag überhaupt zustande gekommen ist durch Unterschrift. Das heißt, man kann Änderungsvorschläge einbringen. Und jeder hat das Recht, auch innerhalb eines Vertrages, wenn der schon abgeschlossen wurde, Variierungen vorzuschlagen. Und dann kann man sagen, wenn die andere Partei nicht antwortet, dann hat sie durch Schweigen zugestimmt. Das ist dann konkludentes Handeln durch den Verzicht auf Widerspruch. Und würde die andere Partei einen unannehmbaren Rechteverlust dadurch erleiden, durch den Variierungsvorschlag, den man da einbringt, dann muss sie natürlich sprechen und muss das auch begründen. Oder ein Variierungsvorschlag könnte ungesetzlich sein. Oder er könnte ein rechtliches Hindernis bedeuten für die andere Partei. Wenn so etwas vorliegt, dann muss die andere Partei sprechen. Sie muss sagen, nein, das können wir so nicht machen. Und da kann man sich dann mal überlegen, auf wie viele wunderbare Arten und Weisen man da einen Vertrag variieren kann. Und da muss man eine Variation natürlich auch durchsetzen. Und das schauen wir uns dann an, wie man sowas macht, wenn wir über administrative Prozesse sprechen oder administratives Recht. Man sagt auch auf Deutsch dazu Verwaltungsrecht. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass das nur Recht ist, was in der öffentlichen Verwaltung ist, sondern das sind Prinzipien, die innerhalb einer Organisation angewendet werden können. Gut, das war's für heute. Das nächste Mal sprechen wir über Treuhandrecht. Und das wird etwas komplizierter sein. Und wie das ineinandergreift mit Vertragsrecht, das wird dann so im Laufe des Kurses klar werden. Gut, dann gehen wir über zu den Fragen. Einen kleinen Moment bitte.